Hallo, herzlich willkommen zurück zur TPL Season 3. Ja, wir sind zurück, Spieltag 4, nachkommentiert heute und alleine. Hier. Ihr tut mir jetzt schon leid. Nee, aber Internetprobleme letzte Woche gehabt. Das bedeutet, jetzt heißt nachkommentieren. Wir haben gespielt mit unserem tollen Kader. Felix Nexus natürlich gegen die wunderschönen Leute von The Little Drummer Boys. Und kurz gesagt, ich gehe jetzt ein bisschen heute schneller durch. Wir machen heute ein kurzes Video. Wird nicht lange gehen. Einfach weil war halt auch nicht irgendwie. Es ist kein Live-Kampf, Leute. Ich hab. Bin gerade. Es ist der Samstag, wo das Video hochkommt. 13.30 Uhr. Ich bin müde, weil ich wenig geschlafen habe und wir haben heute noch unseren Kampf für morgen. Für morgen, ja, der dritte kommt. Also der fünfte. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und deswegen will ich das jetzt noch fertig kriegen. Also, entschuldigt mich, wenn es heute ein bisschen kürzer gehen wird. Ja, aber wir trotzdem werden wir noch einmal kurz über alle über den Kader natürlich durchgehen von denen. Weil das möchte ich. Das ist halt noch. Ich bin fair. Danke, PC. Ich will fair zu allen meinen Gegnern sein. Nein, Spaß, alles gut. Ja. Eigentlich zu dem Kader kann man nicht viel sagen, außer ich hatte im Team mit denen keine Ahnung, was ich machen soll gegen diese Defensive. Dieser Core aus Kramer, Vulcanion und das Pferd. Im Team Building. Also wirklich so krass. So krass überfordert. Damit Weavile und Hera und Gengar war es halt so eine Sache. Die hatten Angst vor unserer, die konnten unsere Defensive brechen, aber wir deren nicht so ganz. Insgesamt. Finde ich das Team gut. Und hatte Angst dagegen zu spielen. Aber wir haben halt einfach auf das Beste gehofft, dass halt wir auch so ein bisschen am Ende besseres Matchup bekommen, sollte ich sagen. Denn ich komme einfach mal dazu, was wir gespielt haben. Dafür gehe ich mal hier rüber auf das Replay. Wir hatten dabei Flampivion, Rotom, Pidgeot, Nidoqueen, Manaphy und Blade. Wir sehen, alles dieser defensive Core ist gar nicht dabei bei denen. Dafür sowas wie Plaudergeil, womit wir halt nicht gerechnet haben. Aber was wir halt dabei hatten, war zum einen ein Setup, Chestuberry, Manaphy mit Psychic und Surf. Dann Blade war, glaube ich, das klassische Set mit Evolite, Full HP, Full Attack, aber kein Sword Dance, sondern hier diesmal dann der Aerial Ace für Heracross. Nidoqueen, Nidoqueen war halt hier auch komplett offensiv, also wir haben, glaube ich, noch mehr Offensive gespielt als sonst. Full Offensive mit AV, ich glaube es war AV, dass wir noch ein bisschen was tanken. Aber halt eigentlich Full Offensive, weil wir auch nur 4 Attacken mitnehmen. Pidgeot. Klassisches Pidgeot. Was soll man da viel anders spielen? Rotom. Heute mit Boots, Defog. Und dann den 3 Attacken. Boat Switch, Thunderbolt und. Haben wir vergessen. Thief Storm. Genau. Infernape war Life Orb. Das war ein Life Orb Infernape, weil das eigentlich ausgegen Gengar alles von me want. Wir gehen rein und ich glaube, wir sind hier mit Nido geleadet und sie mit Gengar. Und das war halt so, okay, wir können halt hier einfach auf den Earth Power gehen und sehen, ja, okay, das ist ein AV Full-Stef, Bad-Stef meine ich. Trotzdem können wir hier in Dual Blade rausgehen und der Iron Head macht okay gegen das V-Gevolt. Hier können wir halt wieder Dings rausgehen, aber die legen Web. So, da predikten wir halt, dass sie jetzt rausgehen, weil wir halt drin sind, aber sie drücken Roost. Von denen gemacht. Nicht so geil für uns. Wir switchen nochmal, weil wir sehen keinen Sinn, warum sie jetzt rausgehen sollten. Und das macht Damage. Der Fireblast macht Damage. Sie opfern hier das Weakabolt. Wir können hier Ice Beam drücken, falls sie rausgehen, für den Freeze. Ein Revive kommt rein. Problem war, wir haben keinen Revive switchen. Wir stacken hier Nido. Und kommen hier in Dublet rein, weil Dublet gegen Weavile klarkommt. Gengar kommt rein. Und wir können Iron Head rausbekommen.
aber halt dieselbe. Dieselbe 30% Chance ist halt kacke für uns. Shadow Sneak kommt, wir können halt kein Iron Head drücken. Das heißt, die gehen raus auf Manaphy. Der Sub kommt und da dachten wir uns so, Sub, ne, es ist eh Plauder Guy, aua. Wir drücken Ancient Power in Hoffnung, dass wir den Boost bekommen. Aber das hat uns wenig gebracht. Pidgeot kommt rein und ja, gegen Pidgeot kommt halt einfach Gardevoir rein, weil Gardevoir uns sehr gut tankt. Weil das Ding ist einfach heavy, ne? Aber wir kriegen das Ding down. Können hier mit Rotom die Webs wegbekommen hier. Die können uns jetzt hier mit Draining Kiss anchippen. Wir können hier, glaube ich, noch einmal Volt Switch drücken, deswegen das Ding noch saven. Und sie droppen uns hier nochmal einen Psychic rein. Thunderbolt, das bedeutet, sie haben kein Heatwave, kein Mystic Fire dabei und wir können gerade wo rausnehmen. Plauderguy ist halt ein Problem, aber wir wussten, dass sie Sub dabei haben und deswegen haben wir einen Second Shot gedrückt, um ihn low wie möglich zu bekommen. Aber das Problem war, wir sehen halt, ja, es ist halt die Select Berry. Haben wir auch erwartet. Das Ding ist aber, wir haben Mach Punch auf Infernape, bedeutet, das Ding kann jetzt nicht mehr Sub drücken und wir können das Ding rausnehmen. Problem ist, jetzt ist halt die Sache, wie gewinnen wir das noch? Das ist halt jetzt ohne Rotom besonders halt schwer zu gewinnen, weil wir müssen Gengar down kriegen und das wird irgendwie nicht. Weil wir müssen jetzt halt, so, wir kriegen jetzt hier Heatwave, weil es am meisten Schaden gegen Weaver macht und jetzt ist das Game eigentlich schon over, kann man sagen, weil wir Gengar nicht down bekommen. Das Einzige, was jetzt hier uns hätte retten können, wäre, dass sie jetzt hier auf Gengar rausgeswitcht wären. Was sie nicht gemacht haben, deswegen wir auf Flare Blitz gedrückt haben, weil das Gengar gewonnen hätte, auf der Range. Haben sie halt nicht gemacht und damit können sie das Psychic rausnehmen und wir verlieren leider 1-0 diesen Spieltag. Boah, das Video ist gut. Aber es war halt nicht viel zu sagen, so. Leider verlieren wir 1-0 diesen Spieltag. Ich dachte, wir haben auch nicht lange gespielt, so. Ja, ist halt schade. Für mich zumindest, so. Weil wir hätten es ein bisschen besser spielen können, meiner Meinung nach. Dieser eine Predict-Switch war halt kacke, dass die Roos gedrückt haben. Dieselbe war nicht so auf unserer Seite, aber insgesamt war halt auch so, es war knapper, als es hätte nicht, es hätte nicht so knapp sein müssen, bin ich ehrlich. Weil ich glaube, hätten sie die Defensive dabei, hätten wir mehr gestruggelt. Weil irgendwie da, wir hatten uns auf die Defensive halbwegs gepreppt. Aber ich habe mich trotzdem nicht sicher gefühlt. Und das war halt irgendwie so im Kopf. Ich hoffe einfach, dass es nächsten Spieltag besser läuft. Ich glaube eher nicht. Ich habe mir das Matchup angeguckt und alles. Wir werden auf jeden Fall eine harte Zeit haben. Spieltag 5. Und ja. Danke mich dann hier fürs Zuschauen. Lasst gerne Like, Abo, was auch immer da. Wir sind, danke mich. Bot, letzte Zeit. So, TPL-Teilnehmer, ich liebe euch alle. Wir sind eigentlich, recht gut da. Anime-Kanal ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, wie die anderen Teilnehmer, auch wenn wir auf dem Anime-Kanal gerade eine Pause haben, weil insgesamt das Problem ist, ich und Benny haben beide keine Zeit zum Schneiden, sodass wir halt den nicht weitermachen können zurzeit, weil auch Andy nicht so Lust hat, die kleine Part zu schneiden und wir einen Aufnahmefehler hatten. Sodass halt insgesamt, wir müssen uns mal wieder dazu bekommen, kleine Fights zu machen oder irgendein anderes Projekt, Format, Videoart. Weil ist der Kanal wird noch aber nicht sterben, keine Angst. Ja, ich bedanke mich hier. Man hört sich morgen wieder zu TPA Season 3, Tag 5. Bis dann. Tschüss.